Jo, endlich geben wir dem Namen des Kanals auch ein Video. Die Reihenfolge ist wieder aus der persönlichen Meinung entstanden und mit Bezug auf Deutschland erstellt. Lasst bitte mal einen Kommentar da, was ich verbessern kann. Das Video zu teilen und liken wäre ebenfalls mega nice. Also, have some fun! Danke, dass ihr endlich wieder da seid. Erleuchtet diese Welt mit eurem Schaffen. Danke, dass ihr zurück seid. Das heißt endlich wieder Zucker für die Affen. Danke, dass ihr endlich wieder da seid. Ich kann noch gar nicht glauben, dass es wahr ist. Danke, dass ihr zurück seid. Mit dem achtwichtigsten Comeback dieses Jahr. So, zum Anfang direkt eine Überraschung. Montreal ist eine deutsche Band aus Hamburg mit den Mitgliedern Hirsch, Jonas und Max Power. Solange die Fahne weht, egal ob man zuerst steht, ist man zumindest nicht allein. Hast du keine Niete, Gürtel, bist du nicht in deinem Viertel, keine Chance dabei zu sein. Sie werden die einzige deutsche Band in diesem Ranking bleiben, jedoch ist deren Musik einfach fantastischer Pop-Punk. Interessant ist, dass der Gitarrist und Sänger der Band Jonas Farag hauptberuflich als Richter an dem Berliner Sozialgericht arbeitet. Ich weiß doch auch nicht, was noch war. Also hat da wohl einer aus dem Film Salt Lake City Punk gelernt. Denn wenn das keine Punkrock-Einstellung ist, das System von innen heraus kaputt zu machen, weiß ich auch nicht, was es sonst sein sollte. 2010, the beginning of our ruin. Human race about to face a new world order without any borders. Now we need security to protect what's left of our property. Vienna is burning. Die österreichische Band aus Wien besteht aus Markus Mahler, Roberto Franco, The General und The Revenant. Zwar machen sie nicht ausschließlich Pop-Punk, doch kann man Genre sowieso nicht 1:1 abgrenzen. Die Band selbst bezeichnet ihre Musik übrigens als Bowling-Punk. Wir breiten unsere Flügel aus und fliegen weiter. Selbstlose Feind ist unser Flugbegleiter. Ab 2014 entschied die Band sich dazu, eine Pause einzulegen. Die Bandmitglieder starteten jeweils Nebenprojekte, so hat Markus Mahler 2 Soloalben unter eigenem Namen produziert, während die anderen sich zu einer Band namens Lien formierten, welche deutsche Rockmusik machen. I'll live here by your side as long as you want me to. So don't let me go. Gerade in Österreich genießt die Band Bekanntheit. So bekamen sie unter anderem den Amadeus-Preis für den besten alternativen Act. Des Weiteren steuerten sie für den österreichischen Film In 3 Tagen bist du tot mehrere Lieder bei. Sum 41 wurde 1996 in Ajax, Ontario in Kanada gegründet.
Die Band besteht aktuell aus Derek, Jason, Tom, Dave und Frank. Für viele wirkt der Bandname wild zusammengewürfelt, aus einem Wort und einer Zahl. Jedoch hat dies eine tiefere Bedeutung, denn die Band wurde 41 Tage nach dem Sommerbeginn gegründet. Daraus bildet sich der Bandname Sum 41. In Too Deep ist wohl einer der größten Hits der 2000er Jahre und für Sum 41 ein echter Meilenstein. Durch die gewonnene Bekanntheit reiste die Band in die Dominikanische Republik, um dort eine Dokumentation über den dort herrschenden Bürgerkrieg und die Auswirkungen auf die Kinder zu drehen. Jedoch wurde bei dem Besuch ihr Hotel von zwei verfeindeten Volksgruppen angegriffen. Nur mit Hilfe von dem UNO-Mitarbeiter Chuck Palletier gelang es der Band, an ihr Flugzeug zu kommen. Nach diesem Vorfall schrieb die Band das Lied We Are All To Blame. We're all to blame. We've gone too far from pride to shame. We're trying so hard, we're dying in vain. We're hopelessly blissful and blind to all we are. We want it all. Dafür, dass Chuck Palletier der Band das Leben rettete, benannten sie ihr darauffolgendes Album nach ihm. Sprich, es hieß Chuck. Die Band wurde 1996 in La Hambra, Orange County gegründet und besteht aktuell aus den Mitgliedern Ellie, Maddie, Ben, Ed und Dan. Die Bekanntheit der Band ist durchaus interessant verteilt. So sind sie in ihrer Heimat kaum beachtet, jedoch in Japan eine der gefragtesten ausländischen Bands. Here she comes again, like good medicine. Every step she takes, my blood is flowing. Her legs go on and on for days. Gotta hold on me, I need the remedy. Just to hold her would be a cure for me. Going on this way. 2006 sorgte das Lied With Flakes Like That für Aufmerksamkeit. Dieses wurde nämlich von der WWE-Diva Maria als Entrance-Song genutzt. Zuvor lieferte die Band auch schon zwei Lieder für die WWE-Spielereihe SmackDown vs. Raw. Hierbei handelt es sich um die Lieder Alone und Falling Apart. Auch in anderen Spielen fand die Band Platz. So wurde His World zum Titellied des Spieles Sonic the Hedgehog. Ein guter Freund der Band war Lemmy Kilmister, der Frontsänger der Band Motorhead. Dieser coverte im Jahr 2000 mit der Band zusammen das Lied Enter Sandman. Aus Folge dessen wurden sie in der Kategorie Best Metal Performance für den Grammy nominiert. Dies sollte jedoch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man die Kombination sah. 6 Jahre später spielte Lemmy in Zebraheads Musikvideo für den Song Anthem mit.
eine Band, die es so wohl nicht wieder geben wird. Die letzte Besetzung der Band war Ryan Key, Sean Mackin, Ryan Mendes und Josh Portman. Ihr Markenzeichen war wohl das Spielen der Violine in ihren rockigen Liedern. In 2014 verabschiedete sich Lawnery Parsons als letztes Gründungsmitglied aus der Band. Die Gründe hierfür sollen musikalische Interessen gewesen sein. Im Juni 2016 veröffentlichte die Band ihr letztes Album mit dem Namen Yellow Card. Mit diesem Album gab die Band ihre Auflösung bekannt. Also beschreiben wir es mal in den letzten Worten der Band: Rest in Peace. In 2001 gründete sich die Band in einem Vorort von Chicago und besteht seit 2003 aus den Mitgliedern Patrick Stump, Joe Strowman, Pete Wentz und Andy Hurley. Die erste Chartplatzierung hier in Deutschland erzielten die vier 2007 mit dem Album Infinity on High, in dem Sinne Thanks! Als erfolgreichstes Lied der Band gilt Sugar We're Going Down. Allein in den USA bekam der Song 4-mal Platin und erzielte über 4 Millionen verkaufte Exemplare. Der Song schaffte es in einigen europäischen Ländern sogar in die Charts, Deutschland jedoch nicht. Hier übrigens mal mein Lieblingssong von der Band. Die Simpsons und Fall Out Boy? Passt das? Ja! Der Name der Band stammt nämlich ursprünglich von dem Sidekick von Radioactive Man, wonach die Band sich benannte. Für die Namensfindung fragten sie nämlich auf einer Universitätsparty, bei der sie selbst spielten, das Publikum. Reese Witherspoon, she's the prom queen. Bill Gates, captain of the chess team. Jack Black, the clown. Brad Pitt, the quarterback. Seen it all before. I want my money back. The whole damn world is just as obsessed with who's the best dressed and who's having sex. Who's in the club and who's on the drugs. Who's throwing up before they digest. Jared Reddick, Chris Burnley, Gary Wiseman und Eric Chandler bilden die 1994 in Wichita Falls, Texas gegründete Band Bowling for Soup. Ihr Bandname geht auf einen Sketch von dem Comedian Steve Martin zurück. Dieser wollte die US-Show Bowling for Dollars verspotten.
und sprach deswegen von Bowling for Shit. Da der Name zu anzüglich in den USA angesehen wäre, entkräfteten sie den Namen mit dem Wort Soup. Her name is Nona, she's a rocker with a nose ring. She wears a two-way, but I'm not quite sure what that means. And when she walks, all the windows and the angels sing. She doesn't notice me, cause she's watching wrestling, creaming over tough guys, listening to rap metal, turntables in her eyes. It's like a bad movie. Leider kommt die Band vielen bei uns in Deutschland unbekannt vor. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage. Seid ihr sicher, dass ihr noch nie ein Lied der Band gehört habt? There's 104 days of summer vacation till school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe building a rocket or fighting a mummy or climbing up the Eiffel Tower. Discovering something that doesn't exist, or giving a monkey a shower. Surfing tidal waves, creating nano. Die erfolgreichsten Jahre der Band sollten eindeutig zwischen 2002 bis 2004 gewesen sein. Das Album Drunk Enough to Dance schaffte es auf Anhieb auf Platz 14 der UK-Charts und zu einer Grammy-Nominierung für die Band. Das darauffolgende Album A Hangover You Don't Deserve wurde das erfolgreichste Album der Bandgeschichte. Ich weiß, viele sehen Bowling for Soup nicht so weit oben, aber für mich ist die Band einfach eine der größten ihres Genres. Sie sind sich immer selbst treu geblieben und haben das gemacht, was für sie richtig war. Aber hört doch einfach selbst. We're still the same we've always been. Break up songs with power chords and a shitload of Miller Lite. After all this time we're still best friends. Gotten into a lot of pants, but only two bar fights. Green Day's been on Broadway. Well, Chris puked on that street. Back when some and Blink were funny. Rockstar still ate meat, and I still had a lot of room for more tat. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt und Frank Edwin White alias Trey Cool sind seit 1990 unter dem Namen Green Day bekannt. Damit sind sie die am längst bestehendste Band hier im Ranking. Und ihr Durchbruch gelang keine Frage 1994 mit diesem Lied. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Mit über 75 Millionen verkauften Tonträgern sind Green Day die erfolgreichste Band hier in dem Ranking und die erfolgreichste Punkband der Geschichte. Als erfolgreichstes Lied der Band gilt Bullische Band, jedoch haben sie auch ein bisschen deutschen Einfluss. So ist nämlich der Drummer Trey Cool in Deutschland, um genau zu sein, in Frankfurt geboren. Des Weiteren kann man hinterfragen, ob Green Day hier in die Liste gehört. Billy Joe Armstrong twitterte Ende 2015, dass er die Phrase Pop-Punk zerstören wolle. Im darauffolgenden Jahr erklärte Armstrong in einem Interview mit dem Kerrang-Magazin diesen Post. Er meinte, es gibt kein Mittelding namens Pop-Punk, entweder ist man Punk oder nicht. If a billboard read this was the end, I think I'd believe it. Now the whole world is full of it. Gonna bunker and jump in it. Everyone self-destructs. Pop the hatch and we'll climb back up. Now the whole world is full of it. Build a bunker and jump in it. After everyone self-destructs. Pop the hatch and we'll climb back up. Seit 1997 sind Jordan Pundick, Chad Gilbert, Steve Klein, Ian Krushka und Cyrus Bolucki als Newfound Glory bekannt. Jedoch trennte sich die Band 2013 von Steve Klein, weshalb sie seitdem nur noch zu viert unterwegs sind.
Die aus Coral Springs, Florida stammende Band schaffte es schon früh in ihrer Karriere, sich einen Namen zu machen. So gewannen sie einen Slammy Award als beste Newcomer-Band und schafften 2002 den Durchbruch mit dem Album Sticks and Stones. Still 2004 wurde die Musik der Band mit dem Album Catalyst härter. Es wurden vermehrt auf Metal- und Hardrock-Parts gesetzt. Doch auch das kam bei ihren Fans gut an. Bei der MTV-Show TRL wurde der Song All Downhill From Here 50 Tage in Folge zum Abspielen gewotet. Sharing meals like Lady and the Tramp. Hate their loving eyes and wishing it was you and I. A tip to my receipt and fold it up behind a picture of us. Guess it's all perspective, but together though we're reality. Als man im Oktober 2014 das Album Resurrection von der Band geliefert bekommen hat, konnte man auch das erste Mal die Frau von Gitarrist Chad Gilbert bei New Found Glory hören. Denn Hayley Williams sang mit der Band das Lied Vicious Love ein. Ja, wer soll auch sonst auf Platz 1 sein? Es gibt keine andere Band, die so sehr mit dem Pop-Punk-Genre verbunden wird wie Blink-182. Seit 1992 besteht die Band und wurde durch die Mitglieder Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker weltberühmt. Den Durchbruch in den USA schaffte die Band 1997 noch mit ihrem Ex-Drummer Scott Raynor. Das Album Dude Ranger erreichte den Gold- bzw. Platin-Status in den USA. Doch kurz danach brauchte Blink-182 einen neuen Drummer. Laut Blink-182 verließ nämlich Scott Raynor kurz vor einem der wichtigsten Konzerte der Band Blink. So waren Mark und Tom gezwungen, eine kurzfristige Lösung zu finden. Als Ergebnis fragten sie den Drummer ihrer Vorband The Aquabates. Hierbei handelte es sich um Travis Barker, welcher zusagte, auszuhelfen, bis sie wieder einen neuen Drummer hätten. Innerhalb der nächsten 45 Minuten lernte er alle Songs der Band zu spielen und performte sie am gleichen Abend noch ohne Probleme live. Nachdem Travis Barker fest als Drummer verpflichtet wurde, nahmen sie zusammen ein neues Album auf. Mit Enemy of the State erschien 1999 das Album, mit dem die Band der internationale Durchbruch gelang. Es verkaufte sich über 15 Millionen Mal und zudem schaffte es das Lied All the Small Things auf Platz 11 in den deutschen Charts.
Nur 2 Jahre später folgte auch schon ein neues Album. Mit Take Off Your Pants and Jacket erreichte die Band 3-mal Platin sowie 1-mal Gold. Somit ist dies das erfolgreichste Album von Blink bis jetzt. Aus diesem Album kommt auch das Lied First Aid. He's an angel, yeah. I'm in deep with this girl, but she's out of her mind. She said, babe, I'm sorry, but I'm crazy tonight. She got a black shirt, black skirt, and Bauhaus stuck in her head. I'm in deep with this girl, but she's out of her mind. Oh yeah. 2015 musste die Band die größte Veränderung in ihrer Geschichte hinnehmen, denn Tom DeLonge verließ die Band. Mark und Travis kommentierten dies mit den Worten respektlos und undankbar. Während den rechtlichen Streitigkeiten ersetzte Matt Skipper von Alkaline Trio Tom bei Live-Auftritten. Ein Jahr später wurde mit ihm zusammen ein neues Album namens California veröffentlicht. Dieses schaffte das, was vorher nur Enemy of the Stage gelang, in 2 Ländern auf Platz 1 in den Albumcharts zu sein. So, damit ist das Video rum. Schlagt ruhig mal vor, was ihr noch für ein Video sehen wollt. Für mein nächstes Video werde ich auf jeden Fall versuchen, mit ein paar Bands zusammenzuarbeiten, aber sobald es was Konkretes gibt, werdet ihr es sicherlich noch erfahren. In dem Sinne, bis dann! Ciao!